Herzlich willkommen bei Einfach Singen Lernen und willkommen beim vierten Teil und letzten Teil aus der Reihe Monitoring für Sänger. Und heute geht es, wie besprochen, in die Luxusvariante, das Luxus-Setting. Und du siehst hier ein Bild von der Halle. Das ist eine große Produktion oder wie auch im nächsten Bild von einer anderen Produktion, aber auch groß. Wo? Auf das wollte ich hinaus. Hinter der Bühne oder auf der Seite von der Bühne ein eigener Tontechniker platziert ist, der nur dazu da ist, den Sound für die Bühne zu mischen. Im nächsten Foto siehst du hinter meinem Drumkit eine eigene PA, ein sogenanntes Drumfill. Ich erkläre dann später, wofür das da ist. Und hier sieht ähnlich aus, ist aber wieder was anderes. Es ist das sogenannte Sidefill. Kannst dir vorstellen, in diesem Luxus-Setting gibt es alles, was du willst. Mehr geht nicht mehr. Da hast du die Qual der Wahl und das ist die kleine Herausforderung. Denn mein erster Tipp, weniger ist mehr. Beginne wieder nur mit dem, was wirklich, wirklich notwendig ist. Denn wenn man so viele Möglichkeiten hat, ist man auch schnell mal überfordert. Und der zweite Tipp wäre, häng ein bisschen mit dem Monitortechniker ab und frag dann mal nach, hey, wenn das dein erstes Mal ist in der Größe, wie kann ich hier einen coolen Monitorsound kreieren? Denn oft haben die Leute so viel Erfahrung, denn womöglich stehen die da schon seit Tagen und du bist die Band Nummer 50, die hineinkommt und der weiß schon ungefähr, wie man für einen Sänger einen coolen Sound machen kann. Zeichensprache. Jetzt kann es sein, dass du unter deinem Set oder während deinem Set was verändern möchtest, aber du hast keinen Bock, die Bühne zu verlassen oder du sitzt an der Gitarre und deutest, was du brauchst oder auch bei einem Soundcheck und der Monitortechniker ist relativ weit weg. Ja, wie beim letzten Video besprochen gibt es die Möglichkeiten mit Smartphones und Tablets oder anderen Devices den Sound selber zu machen. Das ist auch Geschmackssache. Es gibt viele Leute, die lieben das. Andere lieben es, wie ich persönlich, mit einem Monitortechniker zu arbeiten. Denn ich mag diesen Teamwork-Gedanken. Und diese Leute haben meistens sehr, sehr viel Erfahrung und können dann auch gezielte Frequenzen ändern, dass ich dann mit der App nur mühsam kann oder vielleicht sogar gar nicht. Deshalb, wie kannst du jetzt diesen Tontechniker klar machen, was du möchtest? Und da gibt es eine ganz simple Zeichensprache. Das bedeutet Zeigefinger nach oben, lauter. Zeigefinger nach unten, leiser. Und wenn du jetzt zufrieden bist mit deinem Monitor, was zeigst du? Daumen nach oben? Leider nein, das machen die meisten, aber das würde bedeuten, hey, mach mich mal wieder lauter. Daumen und Zeigefinger zusammen. Danke, ich bin zufrieden. Dann ist das viel, viel klarer, denn wenn der so weit weg sitzt von dir, dann sieht er das auch nicht immer so deutlich oder du hast gerade nicht so viel Zeit, deshalb laut, leise und ich bin zufrieden. Nun zum Schluss wollen wir noch in die Fotos hineinschauen, die ich dir vorhin gezeigt habe. Du siehst hier das Drumfill und es ist ziemlich crazy, da gibt es Events, da ist die PA für den ganzen Saal nicht mal so groß und am nächsten Tag hat dein Drummer ein eigenes Drumfill und es ist im Grunde nur dazu da, dem Schlagzeuger den gewissen Druck zu geben, dass man merkt, wow, da ist eine PA da, das sind Bässe, Bassdrums, vielleicht auch Toms, die man nicht nur hört, sondern auch fühlt. Und auf so einer großen Bühne mit nur Innie-Monitoring kann sich das eben ohne Drumfill ein bisschen leer anfühlen. Ist ein Luxusproblem, aber macht definitiv Spaß. Und dasselbe hier in grün für die Sänger oder die Leute, die vorne in der ersten Reihe stehen, das sogenannte Sidefill, dasselbe. Na, du hast die Innies drin, du bist zufrieden, aber plötzlich merkst du, die Sidefills kommen dazu und das Ganze bekommt so eine Fülle und einen positiven Schub. Zum Schluss, mir fällt gerade ein, für viele Leute ist In-Ear-Monitoring nicht so angenehm, weil man sich ein bisschen abgeschottet fühlt vom Publikum. Und da gibt es die sogenannten Ambience-Mikrofone, die nur dazu da sind und montiert werden, um das Publikum aufzunehmen. Und die kannst du dir dann, je nach Wunsch, in das In-Ear hineinmischen lassen. Und das macht schon relativ viel Sinn, denn plötzlich wirst du merken, hey, wow, da hast du so eine kleine Geräuschkulisse, du bekommst die ganze Atmosphäre mit und das macht das Ganze dann angenehmer. Mal ausprobieren, wie sich das für dich anfühlt. Mein Name ist Andreas Häuser, ich bin Vogelcoach und wenn du es willst, bald auch deiner. Ich freue mich von dir zu hören, wenn du Fragen zu Monitoring hast oder ich freue mich zu hören, was dich prinzipiell für Themen beschäftigen. Abonniere meinen YouTube-Kanal, den Newsletter auf der Homepage, schnapp dir einen Link zu deiner ersten Session for free. Das ist wirklich for free. Wir können uns per Skype treffen oder auch hier in meinem Studio in Wien. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald, dein Andi. Bain, 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 bain.